Ihr habt es euch gewünscht und noch wichtiger, ich habe es mir gewünscht. Hier ist der zweite Teil des Podcasts mit Philipp Kolleck. Und ab! Okay, also wir haben uns jetzt transferiert ins Kinderzimmer. Genau, vor dein Hobbyregal. Ja, das ist tatsächlich so ein halbes Hobbyregal von mir, auch wenn es eigentlich alles Eigentum von meinem Sohn ist. Ja. Aber ich habe da jetzt, seit ich in die Lego-Phase gekommen bin, habe ich das auch ganz schön für mich entdeckt. Aber jetzt sieht dein Hintergrund wirklich aus wie der Hintergrund jedes Comic-YouTube-Kanals, ja. Aber das ist tatsächlich, was du da im Hintergrund siehst, die Bücher, das sind alles so Kinderbücher und Kindercomics, das ist sein Regal. Mhm. Ich kann dir ja nachher nochmal meins vorführen. Ja, klar. Du siehst, mein Sohn wächst auch schon so zu so einem Nerd heran, ne? So ein, hat hier seine Comic-Sammlung und seine Ninjago-Sammlung. Und erfüllt dich das irgendwie? Also macht dich das ein bisschen glücklich? Ja, man freut sich natürlich auf den Tag, wo man dem Kind dann Star Wars oder Indiana Jones zeigen kann. Aber ich glaube, man darf es nicht übertreiben. Also es bringt halt erstens nichts, wenn er da zu jung ist und zweitens bringt es auch nichts, wenn man ihm das so reinstopft. Also es muss auch irgendwie so aus ihm herauskommen. Das ist das Stichpunkt Schnelllebigkeit und sowas, ne? Und ja, oder auch, weil als ich ein Kind war, was gab es denn damals? Weißt du, so Turtles, Masters of the Universe, ne? Ja. Aber heutzutage haben die Kinder halt das alles, ne? Also die haben diesen ganzen, kannst du auf Netflix gehen und all diese alten Serien gucken oder gehst halt auf Disney Plus und guckst dann Gargoyles oder Chip und Chap und so. Ja. Das ist alles, was wir hatten damals. Plus alles, was es noch heute gibt. Bei uns war das ja damals so, du hast dir das Zeug ja im Fernsehen aufgenommen, auf VHS-Kassetten. Wenn du es verpasst hast, dann hattest du es halt nicht. Oder hast dir das halt illegal aus der Videothek raubkopiert. Also mein Sohn kann ja jetzt, geht halt auf Netflix und dann hat er alles. Also es ist ja nur so eine totale Überforderung eigentlich, ne? Und das Witziger ist ja, dass er dann oft dann auch lieber so ein YouTube, weißt du, so ein Auspackvideo von irgendwie so ein Lego-Set guckt, als irgendwas von Pixar oder so, ne? Also man lässt es, glaube ich, auch erst alles wertzuschätzen, wenn man, wenn es einen so findet, ne? Und oder man das so selber findet, weil wenn man so permanent damit bombardiert wird, dann ist es halt so vergänglich halt so, ne? Und das ist ein echt interessanter Aspekt, den habe ich ja auch berufsbedingt, kriege ich das ja auch oft mit, ne? Im Kindergarten in meinem Fall. Und wir haben auch nur ein Kind, das heißt, ich kann noch nicht mal zwei Versuchsanordnungen anbieten, ne? Und dann gucken, wie das bei dem einen oder bei dem anderen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Ich mache mal eben ein bisschen Tee hier in die Tasse. Wie ist denn dein Werdegang? Wie kamst du zum Comic? Also du hattest mir mal erzählt über das lustige Taschenbuch, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich komme ja ursprünglich aus der Slowakei. Mhm. Also ich bin ja erst mit 10 nach Deutschland gekommen. Und wir sind damals 89 abgedampft. Und mein Vater war schon immer sehr westlich, hat so Richtung Westdeutschland oder Westen geblickt und hatte eine riesige Plattensammlung und da gab es halt irgendwie so einen Schwarzmarkt, wo man halt irgendwelche Filme und Bücher aus dem Westen sich besorgt hat und darunter auch erste Comics. Ja? Also mein Vater hat, glaube ich, eher so, war so an westlicher Kultur interessiert. Und als wir dann nach Deutschland gekommen sind, hat er tatsächlich sehr viele Comics gelesen. Also er hat sehr viele so U-Comics gekauft und dieses Schwermetall, also er war, glaube ich, auch schon vorher Möbius-Fan und also wir hatten zu Hause einfach hauptsächlich so Erwachsenen-Comics, ne? Das waren so auch so, die sind mir dann auch immer wieder in die Hände gefallen natürlich. Und ich habe selber, ja, also klar, Ich hab mich vor allem auf dem Flohmarkt ausgestattet, das weiß ich noch. Also wir waren so ganz aktive Flohmarktgänger und mit ein bisschen Taschengeld, was ich hatte, habe ich mich vor allem in Sachen Comics eingedeckt. Also ich habe dann, und deshalb war ich auch so ein bisschen wahllos. Also wenn ich jetzt sage, lustiges Taschenbuch, klar, aber
was man halt so gekriegt hat, ne? Also ich hatte dann auch Clever und Smart, diese ganzen Sachen. Mhm. Man hat sich dann alles auf dem Flohmarkt zusammengekauft. Ich hatte halt von Condor diese ganzen Gruppe X hieß das, ne? Mhm. Taschenbücher, mhm. Captain America, Conan, die Spinne und so ein Kram. Und das hatte ich nie vollständig. Mhm. Ich habe du hast mal, weißt du, dann hast du mal Band 17 hier gefunden, Band 25, dann wieder irgend so ein A4-Album. Und ich wollte das halt erstens vollständig haben, weil ich alle Nummern haben wollte, aber auch natürlich, weil ich nie die ganzen Geschichten kannte. Mhm. Ich wusste dann halt, dass halt Captain America irgendwann keine Ahnung, dass er irgendwann nicht mehr Captain America ist, sondern dass es einen zweiten gibt, den John Walker jetzt in der neuen Serie, ne? Ja. Aber ich wusste nicht wie, weil mir jetzt zwei Nummern dazwischen gefehlt haben. Ja. Mhm. Und man konnte ja da, es gab ja kein eBay, nichts, ne? Also du konntest ja irgendwie vor allem bin ich auf dem Land aufgewachsen, da konnte man auch jetzt nicht unbedingt in irgendwelche Comic-Shops rein. Und ja, so ging das dann halt los. Also, dass ich halt so einfach so ein eifriger Sammler geworden bin, der dann überall gestöbert hat. Und dann bin ich tatsächlich auch in irgendwelche Antiquariate gefahren. Immer wenn wir in irgendeiner Stadt waren, bin ich dann in die Comic-Shops rein oder in die Antiquariate und habe versucht, meine Sammlung zu vervollständigen, nur damit ich halt endlich mal die ganzen Stories kannte. Und ich glaube, als ich so in dem Alter war, war das tatsächlich so eine Durststrecke, was so die Superheldenhefte zumindest anbelangt. Ja. Also ich habe dann schon auch immer mehr Indie-Sachen gelesen, habe dann auch Anglistik studiert. Das heißt, ich habe mir das Zeug dann irgendwann auch nur noch auf Englisch geholt. Mhm. Und dann habe ich diese ganzen Charles Burns, Black Hole, Daniel Klaus und vor allem Love and Rockets war so ein totaler Augenöffner für mich. Von Jaime und Gilbert Hernandez, das sind halt, was waren so schwarz-weiße Slice of Life, Punk, Migrationsgeschichten aus Los Angeles. Also es war total cool, ne? Das war ja genau, und ich habe ja auch so ein, das war auch so die Zeit, da hat man Punk gehört und geskatet und musste alles irgendwie Subkultur sein und dann war natürlich auch, waren solche Comics interessanter als jetzt die Marvel-Sachen. Und aus den Marvel-Sachen bin ich dann irgendwann ausgeschieden, glaube ich, mit dem Grant Morrison X-Men Run. Das war noch so das Letzte, was ich tatsächlich live gutiert habe. Mhm. Und ich fand das fantastisch. Also es war richtig gut. Und dann sind die halt so krass abgesunken, fand ich. Also und dann hatte auch damals das Gefühl, so der Morrison, der hat die X-Men so krass neu erfunden und so revolutioniert. Und dann wurde aber auch alles irgendwie natürlich zurückgenommen, weil es war dann auch schon zu revolutionär auf eine Art, was der gemacht hat. Und dann hat es mich schon nicht mehr interessiert. Und dann habe ich, glaube ich, auch tatsächlich mit den Morrison-Bänden einfach aufgehört, Superhelden Comics zu lesen. Aber da war ich schon längst comicmäßig auch in ganz anderen Gefilden unterwegs. Mhm. Das ist ein Aspekt, den haben auch schon andere aufgegriffen, andere Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, es gibt von vielen Superhelden, wenn wir noch bei den Superhelden sind, immer so einen Run, den man richtig gut findet und dann daran misst man dann sehr schnell, ob man das nächste wieder gut findet oder nicht. Ja, ich glaube, wenn du halt so ein bisschen ins in die Jahre kommst, ja, ich bin, also ich bin, wie gesagt, ich bin jetzt Anfang 40, ich habe diese ganzen Condor-Sachen, das reicht ja, und es reicht ja so in die 70er teilweise hinein, ne? Das, was ich früher gelesen habe. Und wenn du dann so lange dabei bist, dann, also klar, es ist alles so zyklisch, ne? Also es, diese Geschichten wiederholen sich, die müssen halt die Figuren immer wieder für eine neue Generation wie so quasi rebooten, ne? Die müssen wieder an die Startposition zurückbringen. Und da bist du dann entweder, sagst du, ich lese das trotzdem weiter und mach diese ganzen Zyklen mit, diese Reinkarnation immer wieder, das ist dasselbe. Klar, es gibt dann Variationen und es ist schon auch irgendwie immer wieder auch spannend, wenn es dann wirklich gute Leute gibt. Aber ich habe mir jetzt zum Beispiel, ich habe mir just dieses Wochenende habe ich dieses House of X und von Jonathan Hickman. Ja. Das habe ich mir jetzt mal bestellt, weil das so super gut sein soll. Und es war schon auch okay. Also es war gut geschrieben und schön komplex, ja. Mhm. Er hat schon sehr viel rausgeholt und hat auch irgendwelche
Continuity-Fehler eingebaut. Und das fand ich super, das fand ich auch originell und clever und hat mir auch gut gefallen. Aber du kannst nur so und so viel draus machen, weil letztendlich. Ich hatte irgendwie. Das ist schon alles mal da gewesen. Ich meine, die haben ja irgendwie 50 Jahre, 50, 60 Jahre Historie, ne? Und also ich für mich selber bin ich eher so an einem Standpunkt, wenn mich dann die Kunde erreicht, weißt du, so über irgendwelche Freunde oder übers irgendwelche Blogs, die ich lese, dass irgendwas unglaublich gut sein soll in diesem Superheldenbereich, ne? Greife ich mir das raus und dann lese ich das so. Aber ich will nicht mehr dabei sein und das verfolgen, wie irgendeine Figur immer und immer wieder gut wird und dann wieder schlecht und dann wieder gut und Magneto wird immer gut und schlecht und das interessiert mich einfach nicht mehr. Ja. Also dieses, ich muss das nicht mehr so als eine Geschichte mit Anfang, Mitte, Ende verfolgen, das es ja eh nicht gibt, weißt du? Und ich finde, das haben jetzt die Filme ja auch ersetzt. Also diese Marvel-Filme mit den Serien jetzt auch, die sind ja da, wo vielleicht die Superhelden-Comics, ja, keine Ahnung, in den 80ern waren. Also, jetzt fängst du langsam an, so ein bisschen überbordend zu werden und vielleicht zu viele Figuren. Und aber noch kann man eigentlich, wenn man dran geblieben ist und alle Filme gesehen hat, alles verstehen. Und das widerspricht sich noch nicht allzu sehr. Auch wenn sich das jetzt wenn ich jetzt zum Beispiel bei der neuen Captain America Serie hat man jetzt das Gefühl, da wird dieser Simo, ne, der Daniel Blum, das ist eine komplett andere Figur als in einem Film. Also der spielt den anders. Ist jetzt auf einmal ein Baron, hat auf einmal Geld. Also das ist eine komplett andere Figur. Und das ist ja das, was die Comics immer machen. Die schreiben die Figuren neu. Die haben eigentlich kaum noch was teilweise zu tun. Aber aber der Verlag oder die so das Medium sagt hier, nee, das ist eine Geschichte. Auch wenn es 7 parallel laufende Wolverine-Serien gibt und er das offensichtlich alles gleichzeitig erlebt, passiert das alles. Also es sind nicht irgendwie wie bei den DC-Filmen jetzt einfach verschiedene Universen, verschiedene Geschichten, sondern und ich finde, dieses, wenn du das haben willst, diese Continuity und so dranbleiben in so einem großen Universum, wo jeder jeden kennt und das macht ja auch Spaß, ne? Also das ist einfach auch diese Easter Eggs und so. Dann das geben mir jetzt die Filme und die Comics brauch ich dafür eigentlich nicht mehr. Das war der zweite Teil des Podcasts mit Philipp Kolleg. Der dritte und vermutlich letzte sollte dann auch in Bälde kommen. Soweit die Theorie. Und dann bedanke ich mich wieder mal fürs Zuschauen und sage, wir sehen uns. Ciao, ciao.